der Erstkontakt mit dem Kind, ja, und was vielleicht dabei schiefgehen könnte. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil beim Kinder- und Jugendcoaching ist es ja so, dass häufig nicht die Kinder bei uns als erstes den Kontakt suchen, sondern meistens die Eltern. Und die Eltern halt eine Idee haben von einer Lösung, die sie gerne hätten, von dem das Kind vielleicht nicht immer einverstanden ist. Und wenn dann das Kind kommt, dann gibt es bestimmte Bausteine, bestimmte Ideen, auf die ich achten darf und bestimmte Tretminen, die ich treten kann. Was vielleicht so ein Rapport oder so ein Coaching auch mal zerschießt. Darum haben wir gerade den Bereich, wie schaffe ich einen ehrlichen, fairen, sauberen Zugang zum Kind? Wie kann ich dem Kind erklären, welchen Nutzen das Coaching bietet? So, dass das Kind für sich selber entscheiden kann, ja, ich will das oder nein, ich will das nicht. Weil wenn wir ein Ja vom Kind haben, gemünzt auf, nicht nur aufs Ergebnis, sondern auf den Nutzen von einem Coaching, dass es eine Emotion bringt, dann bekommen wir immer auch den Zugang, dass das Kind ein Coaching will. Wenn wir das nicht tun, dann... Das funktioniert nicht. Wir können Kinder nie zu einem Coaching zwingen. Wir sind nicht die Animateure der Kinder und wir sind auch nicht der verlängerte Arm der Eltern oder der Lehrer, der Kinder jetzt irgendwo zubringt, was sie eigentlich nicht wollen, sondern nur, wenn die Kinder mit auf dem Pferd sind und sagen, ja, ich habe Lust, ich möchte das Coaching machen, dann funktioniert auch ein Coaching. Und das ist ein Bereich, den wir ganz intensiv uns auf der Ausbildung anschauen. Ich kann Sie einladen, da, wenn Sie Interesse daran haben, dass wir uns vielleicht kennenlernen auf einer der kommenden Ausbildungsgänge. Sie können sich gern bewerben oder Sie einen Kommentar hinterlassen oder uns anrufen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Vielen Dank.